Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist wieder das Wort zum Montag. Endlich mal wieder mit einem neuen Video. Tut mir leid, es wird immer weniger. Leider. Ich fange mal direkt einfach mal an. So, einige von euch haben ja Probleme damit, dass es die Partei Alternative für Deutschland gibt. Ne? Kurz AfD. Es gibt ja Leute, die ja förmliche Hirngespinste in die Welt verbreiten über die AfD, die überhaupt gar nicht zutreffen, nur um die Partei schlecht zu machen. So, damit fängt es erstmal an. Fangen wir erstmal an. Ja, das Thema heißt AfD-Bashing. Ja, und da fangen wir erstmal an. Die AfD, ja, die wird als rassistisch bezeichnet, wird als homophob bezeichnet, ja, völkisch-nationalistisch und auch weiß ich, was da noch alles kommt. So, da möchte ich jetzt mal den Wind aus dem Segel nehmen. Erst einmal, dass die Partei rassistisch ist, das sehe ich da überhaupt gar nicht, das ist Schwachsinn, ja, und da gibt es auch kein Indiz für, dass die in irgendeiner Form rassistisch sein soll. Ja, auch wenn vielleicht einzelne AfD-Mitglieder meinen, da irgendwie querschlagen zu müssen, aber die werden dann auch schon zur Raison gebracht. Ne? Müssen wir sie einfach ein bisschen mehr verfolgen, dann wüsstet ihr das auch so. Warum ist die AfD nicht rassistisch? Ganz einfach. Kennt ihr Achille de Macbo? Ja, kennt ihr ihn? Achille de Macbo. Falls nicht, Google ist euer Freund, ja, oder Feind, aber konsultiert Google, ja, oder geht auf Facebook. Denn da ist Achille de Macbo zu finden. Achille de Macbo kommt aus dem Benin, ist also ein Schwarzafrikaner. Ja, jetzt im Fall natürlich ein Afrodeutscher, weil er in Deutschland lebt. Ja, er herrscht auch die deutsche Sprache, fühlt sich in Deutschland gut. Ja, wie so viele Immigranten, die auch mit uns leben. Ja, und er möchte es natürlich auch besser machen. Nicht so wie diese etablierten Parteien, die schon zu viel von der Wand gefahren haben. Also ist er bei der AfD. So, und wenn die AfD so rassistisch ist, dann frage ich mich wiederum, warum haben die denn einen Schwarzafrikaner aufgenommen? Jetzt könnte einer oder andere ja kommen mit der NPD, ja, die haben auf dem Safed Babic einen Deutsch-Bosnier da. Ja, haben sie. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Das ist aber für mich sowieso nur ein Comic, ne? Aber das mit der AfD, dass sie einen Schwarzafrikaner haben, das zeigt eigentlich, dass sie gar nicht rassistisch sind. Versucht das mal bei der NPD. Versucht doch mal, dass da ein Schwarzafrikaner ist. Würden sie niemals aufnehmen. Ne? Man muss sich nur an den Gedanken halten, was damals bei der NPD in Hildburghausen war, ja, und zwar mit der Akte CK Schall, ne? Könnt ihr nachgucken, also da unterscheidet sich das ganz deutlich. Die Leute, die meinen, dass die AfD eine NPD-Leit wäre, ne, müsste man vielleicht mal gucken, ob da noch alte Schrauben noch fest sind oder ob man die mal festziehen muss. Auf jeden Fall sollte man sich da mal informieren. So, ich lese ja auch, die AfD sei homophob, ja, ist ganz geil. Gut. Da war jetzt vor kurzem ein AfD-Politiker, der meinte, irgendwie Homosexuelle da so kriminalisieren zu müssen, aus welchem Grund auch immer. Ich denke mal, der wurde auch zur Raison gebracht. Er muss sowieso mal beim AfD-Haufen mal so ein bisschen mal aussortiert werden, weil da sind einige, da frage ich mich, warum sie das Parteibuch bei der AfD haben, aber ist egal. Fakt ist, die AfD hat nämlich auch einen homosexuellen Flügel. Das heißt, die haben auch Schwule und Lesben da. So, gut, das Problem ist, dass das so konservative Homosexuelle sind, also konservative Schwule und konservative Lesben, halte ich irgendwie nicht so viel von, ne? Aber die gibt es da. Es gibt also auch diesen Homo-Flügel bei AfD. Und da kann man einfach nicht pauschal sagen, dass die homophob ist, die Partei. Ne? Wenn jetzt von 1000 Mitgliedern einer sagt, Schwule und Lesben gehören vergast, beispielsweise jetzt. Nur als Beispiel. Ja. Da kann man nicht die ganze Partei ja, so in Sippenhaft nehmen. Das geht nicht. So. Und die ganzen führenden Parteiköpfe der AfD und genauso wie die anderen bekannten AfD-Politiker, die haben auch schon gesagt, wozu sie stehen und wozu sie nicht stehen. Ja. Da muss man einfach mal ganz genau mal zuhören. Nicht immer die Qualitätsmedien da immer die halben Sätze daraus lesen, das, was man hören will. Das merke ich immer wieder, dass es bei den Leuten so ist, dass sie auch nur das lesen und hören, das, was sie lesen und hören wollen. Ne? Also, aber das ist nicht nur ein Phänomen von links, das ist auch ein Phänomen von rechts und kotzt mich beides dermaßen super an. Ja. Wer A sagt, muss auch B sagen und man muss da einfach mal informieren und nicht immer irgendwie so halb gar eine Meinung bilden. Ja. Ihr könnt die AfD ja schlecht finden, ja, ihr müsst sie nicht mögen, ja. Aber solche Behauptungen aufzustellen, ja, ist einfach nur schlichtweg dreist, ja, und dumm. Ach ja, und was ich noch viel dreister und sogar auch eine Unverschämtheit finde. Es gibt Leute, die wollen AfD wählen, die sind, weiß Gott, nicht rechts. Vielleicht gibt es welche, die sind Mitte rechts, weiß ich nicht. Aber es gibt auch aus der Mitte des Volkes, die wollen die AfD wählen.
Ja, die sind, die haben satt, ja, sich von CDU, SPD, Grüne, FDP verarschen zu lassen. Ganz einfach. Die haben sie satt. Und da ist auch klar, dass sie dann AfD wählen, weil sie denken, ja, AfD, das könnte wirklich eine Alternative für Deutschland sein. Und dass man das ausprobieren will. So, ich bin auch einer. Ich möchte auch die AfD wählen. Ich bin noch kein AfD-Wähler, auch wenn so ein Linksfaschung mich so genannt hat. Aber nein, noch bin ich kein AfD-Wähler. Ich möchte aber einer sein. In NRW haben wir nämlich erst 2017 Wahl. Ja? Andere Bundesländer hatten schon das Vergnügen und die AfD hat gut abgeschnitten. Finde ich gut. So, aber zurück zu die AfD, weder dass sie immer irgendwie als dumm, als rassistisch, als was auch immer bezeichnet werden. Ja? Finde ich eine Unverschämtheit. Da kriegt man Sachen zu hören wie, die Leute, die AfD wählen, wissen ja gar nicht, was sie wählen. Ja, wie äußert sich das, bitte? Ich habe mich über die AfD informiert. Ich habe das Parteiprogramm gelesen. Ich weiß nicht, welches Parteiprogramm hier die Linken so lesen, ob sie es aus der Bild haben, wo mal, was weiß ich, abgedruckt wird. Es gibt ein normales Parteiprogramm von der AfD, was man als PDF abrufen kann. Das war ein Riesenpamphlet, aber wenn man sich mal die Zeit nimmt, das mal durchliest, dann würde man darauf kommen, ja, dass so viele Sachen, die da behauptet wird, nicht vorkommen. Ja, die Sachen, die wären gegen den Mindestlohn Schwachsinn. Die wollen natürlich auch den Mindestlohn behalten. Ja, dafür haben wir alle gekämpft. Ja, der Mindestlohn ist da, der ist zwar, weiß nicht, sehr minimal, aber Mindestlohn hat auch Jahre gedauert, ist auch scheiße gewesen, ja? Weil, aber er ist da und die AfD ist nie, will ihn nicht irgendwie abschaffen, soll jetzt an der Macht sind, das ist Schwachsinn. Nein, aber jetzt mal die Leute, dass man die AfD wieder irgendwie wenig Hirn zutraut oder dass sie bescheuert sind oder rassistisch werden, ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit, nicht zu überbieten. Wir, die die AfD wählen, wir wissen ganz genau, was wir wählen. Ja, das kennt nicht unbedingt. Ja, es sind vielleicht Protestwähler dabei, aber ich weiß, dass ich aus Überzeugung wählen werde. So aus Protest wähle ich jetzt nicht irgendeine Partei. Das ist Schwachsinn. Man muss sich schon irgendwie drüber informieren. Wobei natürlich die Frage ist, ob die Wahlen alle so fair ablaufen oder ob das alles schon eine abgesprochene Sache ist. Wie so manche Verschwörer das manchmal sagen. Steckt man nicht drin. Also. Und ich möchte euch, die AfD-Hasser, ja, die hier so Sprüche bringen, auch nochmal was anderes sagen. Wisst ihr, was da passiert, wenn die Leute AfD wählen? Wisst ihr, was passiert? Gerade in dem Moment passiert ein demokratischer Akt. Ja? Was da geschieht, ist Demokratie. Man macht von seinem Wahlrecht Gebrauch, indem man das Kreuzchen da setzt, von dessen Partei man sich Hoffnung hat oder von der man sich vertreten fühlt. So, und da fällt mir immer wieder auf, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Da will jemand die CDU wählen. Ja, in Ordnung. Da will jemand die SPD wählen. Mach ruhig. Da will jemand die Grünen wählen. Da will jemand die FDP wählen. In Ordnung. Da will jemand die Tierschutzpartei, die Piraten, die Violetten, Partei der Vernunft, was auch immer wählen. Sagt keiner was. Aber wenn jemand bei der AfD sein Kreuz machen will, ne, da gibt es direkt großes Bohai. Und dann werden die Leute dann abgestempelt. Leute, wenn man... Auch wenn man NPD wählt, da bin ich absolut kein Freund der Partei, aber was da passiert, ist Demokratie. Man macht von seinem Wahlrecht Gebrauch, ja, man macht das Kreuz bei der Partei, die zur Wahl zugelassen wurde, und da wird bestimmt geprüft, ob die zugelassen wird oder nicht, ja. Obwohl, ja, ich sehe, dass eine NPD dabei ist, weiß ich auch nicht so genau, aber es passiert, dass man von seiner Demokratie, ja, von seinem demokratischen Recht Gebrauch macht. Habt ihr das mal verstanden, ja? Die Leute, ja, die weit links stehen, weit links grün irgendwie, sich hier Demokrat auf die Stirn schreiben oder meinen, sie wären Freunde der Demokratie und die anderen dann wiederum absprechen oder da Abschnitte machen, das ist eine Infamie, ist das, ja, und das ist Blasphemie. Und solche Leute, die sollten mal ihr Demokratieverständnis mal sehr hinterfragen, weil das ist an Unverschämtheit, ja, und an Doppelzüngigkeit nicht zu überbieten. Das muss ich mal sagen. So, das sind die Sachen, die möchte ich jetzt mal in Kürze loswerden, ja? Kaffee wird sonst kalt, ja? Leute, lasst mich mal Folgendes sagen. Erstens, macht die AfD nicht unnötig schlechter, als sie tatsächlich sein sollte, sage ich mal. Ja, informiert euch einfach, hört auf, falsche Behauptungen in die Welt zu setzen, egal ob links oder rechts, ja? Keine Lügen in die Welt setzen und die AfD will dies, will ihr das. Die AfD hat ein Wahlprogramm. Das steht im Internet.
als PDF-Datei und die ist sehr mannigfaltig verfasst worden. Ihr müsst einfach nur mal lesen. Und hört auf von der Bild oder irgendwas anderes da abzugucken, ach, da steht das Wahlprogramm ja drin, so, ja, wo die wichtigsten Punkte oder ich sag mal die brennendsten Punkte rausgepickt wurden und vielleicht auch noch ein bisschen verwaschen und dass ihr das hinstellt, als wenn die AfD irgendwelche Forderungen hat, die der NPD gleichen würden, das ist Schwachsinn. Hört auf, die AfD-Wähler so anzugreifen, so darzustellen, zu kriminalisieren, ja. Wer von die AfD wählt, macht von seinem Wahlrecht Gebrauch. So, egal ob der Typ jetzt in der Mitte ist, ob der rechts ist oder ob das ein alter Nazi ist, ja, jeder hat das Recht zu wählen zu gehen. Ja, und wenn er die AfD wählt, dann ist das ein demokratischer Akt. Wenn jetzt jemand NPD wählen geht, dann ist das für mich zwar unerträglich, aber ich muss das ertragen, weil das ist Demokratie. Ja, die Demokratie muss so einiges ertragen, was sie selber gebietet. Das muss doch eigentlich einfach sein. So, und Leute, ihr müsst die AfD nicht mögen, ja, sage ich jetzt vielleicht zum 10. Mal wahrscheinlich, ja. Ihr müsst sie nicht mögen, aber hört mit dem Scheiß auf, ja. Und besonders diese ganzen sogenannten Antifaschisten, die AfD ja in Landtagen verhindern will, warum auch immer. Ja, weil ich sehe da eigentlich, sehe die AfD eigentlich zwar nicht so auch ein bisschen kritisch, aber nicht so, wie die Leute meinen, dass sie meinen, das wäre eine neue NSDAP oder was auch immer, also. Ich habe schon entsprechend Aufkleber gesehen, wo drauf stand NSAFD, egal. Also, das war es, was ich mal sagen wollte. Ja, ich möchte mal ein bisschen die Puste sparen, habe noch ein bisschen was vor am Montag. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Montag wieder dabei seid, wenn es ein Video gibt. Oder halt beim nächsten Video, sagen wir mal, weil es wird ein bisschen weniger. So, und ich würde mal sagen, open your mind, ja. Denkt einfach mal ein bisschen nach, so wenn ihr könnt, ja. Weil ich bin es nämlich langsam leid, ja, die Scheiße zu lesen. Ich reg mich jeden Tag aufs Neue auf und das muss ja nicht sein, ne. Also, adios amigos, egal was ihr wählt, ja. Ich finde es zum Beispiel unerträglich, wenn jemand CDU oder NPD wählt, aber das ist Demokratie. Das ist Demokratie. Und ich bezeichne die Leute auch nicht als dumm, ne. Ich reg mich zwar auf, aber die Leute, wenn sie es wählen wollen, die werden ihren Grund haben, irgendwie, also, ne. Leben und leben lassen. Ich bin raus. Adios.